So sieht es aus, wenn man 16 Jahre mit den ätherischen Ölen arbeitet. Und es gibt einen Spruch, There is an oil for everything. Das heißt, es gibt für alles ein ätherisches Öl, wie es natürlich auch in der Pflanze, also in der Natur, für jedes Wehwehchen, für jede seelische Belastung, für alles, für, ich weiß nicht, körperlich und seelisch gibt es einfach was. Gibt es eine Pflanze und dementsprechend gibt es natürlich auch ein Öl. Wir haben bei Young Living rund 75 Einzelöle und noch einmal so viele Mischungen. Und schauen wir uns mal kurz an, was da drinnen steht. Also, was haben wir da oben? Rose und Jasmin. Ja, Wahnsinn. Also schon mal links das wertvollste Öl, das Young Living überhaupt hat. Rose, und zwar deswegen, weil man unglaublich viele Rosenblätter dafür braucht. Jasmin auch herrlich, ein Duft, der sehr lange drauf bleibt. Nicht nur für Frauen übrigens, also ich nehme das auch sehr gerne als Mann. Was haben wir dann? Die Strohblume aus Kroatien, die sozusagen Immortelle Helichrysum für, wenn man sich einmal das Knie angehaut hat oder ja, solche Sachen zur Unterstützung der Selbstheilung. Dann Unterstützung, Regulierung des Blutzuckers, OKTS, was Zimtähnliches. Dann Rutavala ist eine Mischung von Weinraute, Valerian und Lavendel, sprich beruhigend, wirkt sehr sanft. Die deutsche Kamille sehe ich da. Da gibt es übrigens auch die römische Kamille. Und wenn man sich die Eigenschaften von der Kamille anschaut, dann weiß man auch, dass diese natürlich sehr beruhigend wirkt. Wir haben für das Baby einen Roll-on gemacht, wo die römische Kamille ganz, ganz toll wirkt. Also zum Beispiel ein Roll-on fürs Baby, römische Kamille, Lavendel und Copaiba, ein brasilianischer Baum, wirkt absolut herrlich, gerade wenn es darum geht, in der Nacht länger durchzuschlafen, was natürlich die Eltern ungemein freut. Ravintsara, Vetiver, Dill kann man zum Würzen nehmen und es ist super für den Detox-Prozess. Vetiver-Gras, ein sehr schweres Öl, beruhigend auch. Surrender ist die Hingabe, ist eine Mischung. Dann haben wir Valor. Valor steht für Selbstbewusstsein, beziehungsweise ich bin es mir wert. Für Mut, für Kraft, also irgendwo, wo man in Situationen ist, wo man sich vielleicht nicht so wohlfühlt ad hoc. Dann ein altes Angelica, White Angelica, für den Schutz der Aura, wenn man irgendwo hingeht, wo Menschen sind, die einem nicht unbedingt wohlgesonnen sind, damit man also kräftig dorthin geht und sich gut schützen kann. Was haben wir dann da? Clarity. Clarity, wenn man Fokus braucht, wenn man zum Beispiel Konzentration braucht, wenn man etwas lernt, wenn man sich auf irgendwas konzentrieren muss. Sehr gut. Die Balsamtanne, da gibt es übrigens da gibt's die Balsamtanne, da gibt es die Weißtanne, dann gibt es die Blaufichte, Northern Black Spruce, Northern Lights Black Spruce, also die Schwarzfichte, dann gibt es die Idaho Blue Spruce, also die Blaufichte, da gibt es also einige unterschiedliche Bäume, wo die Nadeln dampfdestilliert werden. Dann haben wir Massageöle, also Zusätze zu Massageölen, das heißt, das ist kein fettes Öl, das sind alles ätherische Öle, aber hier Aroma Ease zum Beispiel gibt man dann einen Tropfen in ein fettes Öl rein und hat ein herrliches Massageöl für müde Muskeln. Wintergreen, das Aspirin in ätherischer Öleform und noch einmal das erste Wailer. Dann haben wir, ui, 4 Stück Wintergrün. Ja, also da kann man schon mal. Da kann man schon mal einiges brauchen davon. Dann Oregano. Es gibt natürlich auch die ganzen Kräuter wie Oregano, Thymian, Majoran, Basilikum, Rosmarin, Pfefferminz etc. Hier stehen ein paar. Also Oregano, was haben wir da? Basilikum, Majoran, Thymian. Sehr, sehr kraftvoll übrigens, die zwei. Unglaublich kraftvoll. Und von Majoran oder Basilikum habe ich gestern gehört, dass es das Glückskraut ist. Also das kann man durchaus auch in den Diffuser reingeben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Basilikum, glaube ich. Ah, das ist herrlich. Was ist da? Schwenken wir mal darüber. Harmony, Forgiveness, Release.
Inner Child. Also das ist eigentlich schon fast das Feeling Set. Es gibt ein Set von Young Living, da sind die ganzen, da kann man sozusagen seine Traumen aufarbeiten. Also man schaut sich das mit Inner Child an, das Drama, Trauma. Traut sich hinzuschauen, traut sich wirklich in sich reinzuschauen. Dann geht man in die Vergebung mit Forgiveness. Dann lässt man es los und erreicht zum Schluss dann die Harmonie. Harmonie ist auch, aber nicht nur für die Harmonie, sondern es ist für die Balancierung der Chakren sehr gut. Grounding ist nicht im Feeling Set. Grounding ist ein sehr erdendes Öl. Hier rechts haben wir das stehen. Na. Grounding. Also wenn du irgendwie ein bisschen zu, wie soll man sagen, im Kopf bist oder so, dass dich einfach ein bisschen runterbringt, ist das eine super Ölemischung. Was haben wir da? Highest Potential, wenn es darum geht, dein höchstes Potenzial zu entdecken, zu leben, dich wirklich auszudrücken, was will ich eigentlich im Leben, wie will ich wirklich leben. Da brauche ich manchmal ein bisschen Mut und Kraft. Da ist Velo sehr gut und da ist Highest Potential eine unglaubliche Mischung. Journey On, wenn zum Beispiel etwas passiert ist, also angenommen, jemand ist gestorben oder irgendein Schicksalsschlag oder du hast einen Unfall gehabt und dennoch geht das Leben weiter. Dafür ist Journey On. Dankbarkeit. Diejenigen, die dankbar sind, die haben einfach ein total lässiges Leben, weil wenn du in der Dankbarkeit bist, dann kannst du eigentlich nicht dich ärgern und dann kannst du nicht grantig sein oder kannst du, da bist du einfach dankbar. Ja, egal was ist. Wirklich sehr cool. Gratitude. Acceptance. Acceptance ist. Jemand hat einmal gesagt, das Selbstliebeöl. Die Doris hat das gesagt. Hat sich davon gleich drei Flaschen bestellt. Acceptance. Also akzeptiere, was da ist. Akzeptiere, was, ja, was da ist. Wie du bist. Mit all deinen positiven und negativen Eigenschaften. Acceptance. Was haben wir da? Ah, ja. Mein erstes Lieblingsöl neben Pfefferminz war Frankincense und ist es heute noch. Der Weihrauch. Davon gibt es übrigens auch den heiligen Weihrauch. Ja, und hier ist der Asse. Also ah, da ist er schon. Der heilige Weihrauch. Herrlich. Also der Weihrauch ist unglaublich ausgleichend, harmonisierend. Man kann den natürlich auch räuchern, aber hier liegt er in ätherischer Form vor. Es wird von Harz Dampf destilliert. Und zwar Young Living macht es ganz schonend mit niedrigen Temperaturen, geringem Druck. Und deswegen sind die Öle so hochwertig. Dazu kommt dieses sogenannte Cytosil. Wir sehen es hier auf der Flasche. Das ist mehr oder weniger das bessere Biosiegel, weil die Böden nicht, also ich glaube, mindestens 10 Jahre davor darf hier schon nichts Ungutes für den Boden eingebracht werden. Und es wird hier ohne Pestizide, ohne Herbizide die Landwirtschaft betrieben. Und gerade bei Frankincense zum Beispiel wird ganz schonend gearbeitet. Das heißt, wenn die Natur nicht mehr hergibt, dann gibt es einfach das Öl in dem Moment nicht. Es ist einfach nicht verfügbar. Out of stock, so einfach ist das. Weil Young Living weiß ganz genau, wenn sie müssen mit der Natur arbeiten. Es gegen die Natur zu arbeiten, Raubbau zu betreiben, macht einfach keinen Sinn. Das geht ein paar Jahre gut und dann hast du nichts mehr außer verbrannter Erde. Citrus Fresh, ein Öl, das man sehr gerne ins Wasser gibt, eine Mischung von verschiedenen Zitrusölen wie Mandarine, Orange etc. Natürlich die Zitrone. Sehr erfrischend, kann man natürlich auch in den Diffuser reingeben. Ei, was haben wir da oben? Endoflex, Schilddrüse, Hysop. Hysop ist ein Bibelöl. Bibelöl übrigens, diese im goldenen Etikett. Sandelholz, hier haben wir das Sandelholz und Galbanum. Zwei von den 10 Bibelölen. Und Hysop ist auch eines von den Bibelölen. Dann haben wir
JuvaFlex. JuvaFlex ist super für den Detox-Prozess. Da gibt es JuvaCleanse und JuvaFlex für die primär Leberreinigung. Also alles, was mit Juva beginnt, ist Leberreinigung. Exodus 2, keine Ahnung, habe ich noch nie gehabt, weiß ich nicht, ist mir neu. Also ich sollte es kennen, kenne es aber nicht. Ja. Myrrhe, Myrrhe ist auch im Bibelöle-Set drinnen und ist einer der absoluten Top-Öle. Also Myrrhe, Weihrauch, Sandelholz, Palo Santo, das sind ganz großartige, enorm wirksame Öle. Und nicht umsonst hat man das schon, verwendet man das seit Jahrtausenden. Und ist das so kostbar. Das war früher kostbar als jedes Geld, als jedes. Also das konntest du eigentlich am ehesten, wenn dann, selbst destillieren oder es wurde dir geschenkt, aber unglaublich kostbar. Was haben wir da? Gentle Baby. Gentle Baby, wie der Name sagt, fürs Baby, fürs Durchschlafen, fürs Beruhigen, für das ein oder andere Wehwehchen. Also ein herrliches Öl, aber nicht nur für Babys. Ich liebe das auch. Riecht sehr blumig, sehr schön. Peace and Calming, ein bisschen zum Runterkommen, wenn irgendwie Stress ist zum Beispiel. Was haben wir dann da? Idaho Blue Spruce, das höchst schwingendste Öl, die Idaho Blaufichte. Gleich daneben, etwas intensiver im Geruch, ein bisschen anders, die Northern Lights Black Spruce, also die Schwarzfichte. Habe ich vorher schon gesagt, mit der Balsamtanne, dass es verschiedene Bäume gibt. Es gibt übrigens auch die Bäume-Mischung, das ist dann im Sacred Mountain drinnen. Würde ich sicher, wenn ich das ganze Regal durchgehe, auch noch vier finden. Dann haben wir Mister. Mister habe ich gestern vorgestellt. Mister ist eine nicht nur für Männer Mischung, und zwar blauer Rheinfarn, Lavendel, Salbei, Pfefferminz. Sehr erfrischend, sehr wohltuend, auch für die Massage ist nicht gut. Was haben wir dann da? Zedernholz, Fenchel. Fenchel ist ein Teil von D-Chais. D-Chais ist das Öl, wenn du zu viel gegessen hast, wenn du zu schwer gegessen hast, wenn du irgendwas ein bisschen im Bauch hast, im Magen hast. Also man kennt das ja auch sozusagen, Fenchel, Anis, diejenigen, die im Bauch ein bisschen aufräumen. Pan Away, der Name sagt alles. Das heißt Pan Away, Pain, Pain, Schmerz. Trauma Life, Eukalyptus, Copaiba, Juniper ist die Wacholder, Tea Tree, ein sehr tolles Öl auch. Tea Tree, Teebaumöl. Was haben wir da noch? Pinie, also die Kiefer, Lemongrass, RC, das heißt Respiratory Conditions, also alles fürs gute Durchatmen, eine Mischung primär aus Eukalyptusölen, Purification, Ilang Ilang, eine Blüte eigentlich, sehr lieblich, balancierend, gerade sehr weibliches Öl, so auch wie Geranie und Joy, Bergamot, wieder eine Zitrusfrucht. Also hier ist wirklich ein Eldorado, absolutes Eldorado. Da Ladies Carol für die Damen. Clary Sage, der Muscatella Salbe, Aroma Life. Ich glaube, das nimmt man auch zum Massieren. Bin aber jetzt nicht ganz sicher. Zypresse für dieses Italo-Feeling, sage ich jetzt mal, oder in Spanien oder im ganzen südländischen Bereich. Diese Zypressen. Ist gut für die Durchblutung, stärkt den Kreislauf. Dann die Clove, also die Nelke, hat man bei den Zähnen immer gern verwendet, beim Zahnfleisch. Ich glaube, mit dem höchsten ORAC-Wert, das heißt der höchste Antioxidantienwert, hat die Nelke. Ach ja, so schaut's aus. Also das ist einmal dieses eine Regal und da bin ich noch nicht einmal mit allen Ölen wahrscheinlich fertig. Hier geht's dann weiter.
Ich meine, schaut sich das mal an. Und das ist noch nicht mal das Badezimmer. Also im Badezimmer stehen noch Öle, in der Küche stehen Öle, beim Diffuser stehen Öle. Ah, das ist einer, den ich gemacht habe. Den habe ich gemacht, das ist ein Roll-On. Ich verwende die Roll-Ons sehr gern. Weil die sind irrsinnig schnell aufzutragen und man verwendet sie sehr oft. Ich meine, ich verwende ätherische Öle auch sehr oft, aber das ist halt total einfach, finde ich. Was ist da drinnen? Das ist eine Mischung. Ortoise, Weihrauch, Copaiba, Kamille. Higher Unity gibt es in Österreich nicht zu bestellen. Ist wahrscheinlich von Amerika. Brain Power für den Fokus. Loyalty. Das Loyalty kriegt man, wenn man ein paar Monate lang bestellt. Dann gibt es auch so fertige Roll-Ons wie Peace and Calming, Stress Away. Da gibt es Thieves Roll-On, Breathe Again. Also auch wieder fertige Roll-Ons. Ja, da wirst du nicht fertig. Da kann ich gar nicht alle. Okay, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie stoppen, weil sonst. Aber ja, so ist es, wenn man länger mit Young Living arbeitet, wenn man überzeugt davon ist, dass die Öle eine unglaubliche Kraft haben, eine unglaubliche Wirkung haben. Und wenn man das ein paar Mal gesehen hat, welche Wirkung sie haben, für was kann ich sie einsetzen, in welchem Bereich nehme ich welche Öle, dann ist man einfach überzeugt davon. Und dann wirst du halt auch andere Öle ausprobieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemals, ich weiß nicht, dieses RC, Respiratory Condition, gerochen hast und wenn du irgendwie diesen frischen Atem von diesen Eukalyptusmischungen einfach mal gerochen hast und wenn dir das geholfen hat, zum Beispiel beim guten Durchatmen, beim Husten oder was auch immer, dann wirst du einfach auch andere Öle probieren und du wirst irgendwie, ja, irgendwann hast du dann vielleicht auch so viele Öle, ja, und weißt ganz genau, okay, wenn ich das habe, greife ich dorthin. Wenn ich das oder das seelische Problem habe, greife ich dorthin. Wenn ich dort eine Unterstützung des Körpersystems brauche für die Selbstheilungskräfte, dann greife ich dorthin. Wir dürfen ja niemals sagen, dass ein Öl irgendwas heilt oder so. Das ist der Medizin überlassen. Aber wir können sagen, dass sie unterstützen, dass sie beitragen, dass sie die Selbstheilungskräfte aktivieren. Das darf man sagen. Und man darf sich natürlich auch schlau machen über die Pflanzen, die da drinnen sind. Ja? Weil eine Pfefferminz hat einfach gewisse Eigenschaften. Und die wurde nicht umsonst als Arzneipflanze gewählt von der, ich glaube, Wiesbaden-Universität. Die wählen jedes Jahr ein Kraut oder eine Pflanze zur Arzneipflanze des Jahres. Und da war Rosmarin schon drinnen, da war Pfefferminz drinnen und viele andere, Kamille glaube ich, und da braucht man sich einfach nur anschauen, was die Pflanze an sich kann, dann weiß man, für was man das verwenden kann. Ja, und somit schließe ich dieses Video. Alles Liebe, und wenn du so ein Öl bestellen willst, ist ganz einfach. Schreibst mir einfach Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer und dann kriegst du ein Bestellkonto. Das ist genauso einfach wie Amazon. Du kannst einmalig ein Öl bestellen oder du kannst auch das sogenannte Autoship aktivieren, wo du monatlich Öle bestellst. Also es ist vollkommen unverbindlich. Und ich lege dann das Konto an, wo du auch immer 24% günstiger die Öle bestellen kannst, ein Leben lang. Und du bist zusätzlich bei uns in der Community, was heißt, dass du auch Fragen stellen kannst. Zum Beispiel, ich stelle jetzt die Frage, okay, welches Öl nehmt ihr, wenn ich mich konzentrieren muss?
Ja, und dann sind, da sind 300 Leute in dieser Anwendergruppe, im Telegram haben wir das. Und da kriegst du halt einfach Antworten darauf. Und genauso bei anderen Fragen. Und das ist mindestens genauso wichtig und wertvoll wie die Öle an sich, weil was bringt das beste Öl, wenn du nicht weißt, wie du es verwenden kannst, für was du es einsetzen kannst. Also es ist oftmals die Anwendung das absolut Faszinierende und Wichtige. Und genau, also wir haben eine große Community und du bist da wirklich gut aufgehoben. Wir sind im Facebook, wir sind im Instagram, wir sind im Telegram und wir tauschen uns hier aus. Du musst natürlich da nicht dabei sein. Es ist nur eine Option, es ist nur ein Angebot. Also, damit schließe ich. Alles Liebe und wir würden uns freuen, dich bei uns begrüßen zu dürfen.